Bewacht dieser Geronus etwa die Statue? Wieso sollte die Statue einen Wächter benötigen? So kann ich meine Forschung jedenfalls nicht weiterführen. Tut mir leid, Naro. Vergib mir, Rutan. Uh-oh. Hello, hello. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Ich wollte es eigentlich wie sonst machen und die Kämpfe, die noch in den Missionen offen sind, eben erledigen. But here we are now. Dann machen wir es halt so. Eigentlich wollte ich euch ja begrüßen. Oh, die sind stark. Indem die Karte komplett aufgedeckt ist vom Eretmeer. Ich weiß auch, wo ich dafür hin muss. Aber da ich ja zeitbegrenzte Missionen hier habe, wollte ich das erstmal erledigen. Weil ich glaube, wenn wir zur Gefängnisinsel schon hingehen, gibt es die Mission nicht mehr. Ist ja eine Uhr dran. Und deswegen, better safe than sorry, ne? Hier wären wir. Level 35, das geht voll klar. Ja, du. Ihr wollt sagen, ihr habt wirklich meine Zukunft gesehen und deshalb seid ihr mir zur Hilfe geeilt? Vielen Dank. Würdet ihr diesen Gorillas für mich besiegen? Solange er da ist, kann ich meine Forschung nicht fortführen. Nichts leichter als das. Nein. Einfach nein. Du bleibst weg. Und du kommst her. Am besten. Alter Schwede, geh weg, Affe. Großer Affe. So, hier sollte ich relativ sicher sein vor dem großen Affen dort hinten. Das wäre zumindest schön. So, kick ihn mal um. Da hat sich unten noch eine kleine Raupe eingemischt. Na gut. Das ist okay. So, das war einmal der Gorillus. Oh, du bist ja süß. Kleiner Raub. Oh. So, Mission aktualisiert. Wunderbar. Gib mir das. Und das einmal. Gorillus-Nascherei. Njam, njam. Wir haben dich gerettet. Hallo. Ich weiß nicht, woher ihr Kunde von meiner Zukunft hattet. Das Monado. Aber ohne eure Hilfe hätte ich schwer verletzt werden können. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Warum ich zu dieser Ruine gekommen bin? Euch kann ich es ja anvertrauen. Vor einiger Zeit fiel mir eine uralte Schrift in die Hände. Zusammen mit Naroth und Rutan begann ich, sie zu untersuchen. Die Schrift berichtete von einem alten Kriegsgott-Kult. Habt ihr die Statue über dem Eingang des Kaiserpalastes bemerkt? Sie stellt den Kriegsgott dar, aber sie ist nur ein Replikat. Ich wollte das Original und somit die Wiege des Kults finden. Das wäre ein Meilenstein für unsere Forschung gewesen. Wir haben die Schrift zur Hälfte entziffert. Darin stand, dass das Original der Statue in Sator sein müsse. Leider war dies bei der Statue hier nicht der Fall. Wir müssen den Text wohl falsch interpretiert haben. Zunächst einmal sollten wir die Schrift vollständig entziffern. Vielleicht bitten wir euch um Hilfe, wenn es soweit ist. Ich zähle auf eure Unterstützung bei der Suche nach der Statue. Und danke euch für alles, was ihr bereits für mich getan habt. Kein Problem. Mission erfüllt. Alles klar. Gut. Ja, Stufenaufstieg. Das ist nur eine Kopie. Okay, das wäre erledigt. Was hatten wir hier? Genau, die Buono Nebula. Die mache ich mal direkt als nächstes. Ich glaube, die kann ich gerade nicht besiegen. Ich habe nachts schon gemacht, mittags, abends, morgens. Aber die sind nirgendwo offenbar. Okay. Weird. Lass mal woanders gucken.
Vielleicht kriege ich das doch auch. Nee, Ziel nicht gefunden. Vielleicht geht das doch nach der Gefängnisinsel. Verpassenderweise regnet es gerade ja auch. Ha! Vielleicht ist das auch so, weil gerade die Mekon hier am Start sind, ne? Das kann natürlich sein. Oder für den in der aktuellen Mission hier fühle ich mich noch nicht stark genug tatsächlich. Gut, wir machen dann einmal was anderes. Einmal Karte aufdecken. Ich habe nämlich einen Ort übersehen. Der liegt hier Richtung Süden. Da unten war ich noch nicht. Let's go. Hui. Plätsch. Jeder andere wäre doppelt und dreifach tot. Aber wir kriegen sowas hin. So, ich finde, das ist auch ein ungewöhnlicher Ort für eine Brücke eigentlich. Was sagen die Gegner hier? Ja, kein Wunder, dass ich hier noch nicht war. Versuch mal, zwischen denen durchzulaufen. Küste der Kromen. Und die Karte ist frei. Das war der letzte Ort. Ja, ja. Es gibt hier und da noch den einen oder... Aha, da komme ich nicht durch, ne? Es gibt hier und da noch den einen oder anderen Ort. Soll ich es versuchen? Ich weiß nicht. Ich gehe vielleicht erstmal die andere Richtung. Es gibt hier noch den ein oder anderen Ort, wollte ich sagen, wo man nur mit Melia durch kann. Und ich glaube, das ist zum einen da oben. Na, ich versuche mal durchzukommen. Mal schauen. In der Gruft der Hyentia war ja auch ein Ort, wo man nur mit Melia durchkommt. Hi. Nicht gucken. Aua. Das ging ja fast. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einfach in der Mitte durch. Ich wollte einmal hier rüber. Ja, geschafft. Nice. Oh. Nevermind, vielleicht? Nein. Aua. Gehen Sie? Da hinten. Ich sehe es. Nein! Nein, 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 hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Okay. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür und ich würde sagen, das merke ich mir einfach mal für irgendwann gegen Spielende. So, warte. Wir machen uns hier eine Markierung in Rot. So. Apropos Türen. Ich muss auch einmal zum Kuttelversteck. Ich meine, vielleicht hätte ich es ja geschafft, da an denen vorbeizukommen, wäre ich da jetzt nicht so doof die Kante runtergeslidet, aber ich habe keinen Bock, dahin zurückzuschwimmen, um ehrlich zu sein. Deswegen probieren wir erstmal das hier aus. Ja, ich ändere mal kurz hier eins der Ziele, weil vielleicht taucht das doch irgendwann mal auf. Na, Ziel nicht gefunden, okay. Vielleicht... Ein anderes Wetter oder sowas würde ja bei der Mission dabei stehen, wenn ich ein bestimmtes Wetter dafür bräuchte. Da unten ist die Tür. Ihr seid nicht so stark da hinten, ne? Ja, das geht voll klar. Dieses Symbol ist mir schon mal aufgefallen. Scheint versiegelt zu sein. Konnte ich nicht mit irgendeiner Tastenkombination die Leute wechseln?
Ich gehe mal dann doch dafür ins Menü. So, einmal hier tauschen. Scheint versiegelt zu sein. Okay, dann geht das generell noch nicht. Never mind. Ja, verneig dich ruhig. Ich tausche mal wieder zurück. Und dann geht's wohl doch auf zur Gefängnisinsel zuerst, oder? Nee, warte. Lass mich erst in die Gruft der Hyentia. Wegen dem einen Weg dort. Nein, keine... Nein! Keine Markierung. Kann ich die bitte wieder entfernen? Dankeschön. So, hier wollte ich einmal kurz hin. Und dann geht es endlich zur Gefängnisinsel. Mann, Mann, Mann. Was ein Heckmeck heute. So, da unten war das. Aber dafür muss ich erstmal hoch. Ja, geh doch mal darunter jetzt. Mensch. Aha, hi. Hier, ne? Ja. Diesmal kletterst du vernünftig, ne, Dunbin? Sehr schön. Jetzt müssten wir ja theoretisch, ja, hier weiterkommen. Ich bin schon wieder viel zu früh für alles hier. Cool. Okay. Dann machen wir schnurstracks mit der Story weiter. Zwar genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ach ja. Let's go. Forces can only take so much. The capital's defenses are sure to fall. Forefathers, grant me your wisdom. Iluna mel rukandaxis. Duko aruke aruke mihine hato. A giant. So this is what was sealed away. How long has it been, Emperor? This is our first encounter. It is not you that I speak to, but your blood. The blood that shackled me. I see. Then I assume I do not need to tell you the reason I am here. There is no need. I already know why you have come. Use it. That is the reason I am here, after all. Did they?
light. It's... Father. Okay, impressive. Da wurde einiges vom Stapel gelassen. Hier sind wieder diese dunklen Viecher. Die Inkognito. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Ich glaube, solange es regnet, ist diese Mission nicht verfügbar, ne? Beziehungsweise das Ziel von dieser Mission zumindest nicht. Wir sind jetzt offiziell auf dieser Gefängnisinsel angekommen. Halleluja. Wir haben ein bisschen Weg vor uns. Aber alles halb so wild. Vor allem sind die Gegner hier nicht so dermaßen stark. Dadurch, dass wir so fleißig Missionchen machen, sind wir stärker. Und seit die Mekkon hier wieder sind, ne, regnet es auch die ganze Zeit, ne? Beim Zeiteinstellen ist mir das vorhin schon aufgefallen. Da war das Sonnensymbol angezeigt, aber es hat trotzdem geregnet. Whoa! Big door. Whatever needed this door was massive. Dino Beast! It's just a statue. Don't freak us out like that, Ricky. Is this a person? I can't make it out. This may very well be the appearance of my forefathers. The legends tell that they differed greatly to how we look now. And this is what they looked like. Wait a minute. I've seen this thing somewhere before. Oh, Dino Beast! Dino Beast! You might be right. It reminds me of the Telethia as well. Did your ancestors build this island? No. The stories tell of this place existing long before my people. No one knows for sure, but we think our forefathers are the ones who sealed it. I wonder what's hidden inside. Well, we'll know soon enough, I suppose. There! An engraving by the forefathers. I've seen this engraving around the capital. Many researchers have tried and failed to discover its meaning. Hey, Shulk. That symbol. Yeah. It's similar to the Monado symbols. There must be a connection. Connection? The sealed door of Prison Island. It is said only a true successor to the throne can open it. Then the Emperor must be inside. I believe so. Forefathers, I, your descendant, Melia Antiqua, stand before you. For the sake of our world, release the seal! Just like at the tomb. What's it doing? Aren't we going to help? Please, do not worry. It is necessary. Oh. Heir to the Monado, let the shackles be released! What is it, Shulk? Get a move on. You saw it, right? Us bashing that Tin Man's head in? Hold on a second. Oh, here we go. I knew you'd start overthinking. There's not much time, Shulk.
We've got to go now. Sharla's right. We'll miss our chance to take that murdering Mekon down. And save Melia's father, too. Okay. I hope you can see me. Die Gefängnispforte. Alles klaro. Es ist schon sehr impressive. Ja doch. Ich glaube, da kommen wir nicht so einfach durch. Das sieht gefährlich aus. Fragt sich keiner, was das ist. Okay, lass es uns anfassen. Ach so. Ich wollte mich noch umschauen. Warte mal. Die Zentralhalle. Mal sehen, ob wir da oben schon irgendwas bewirken können. Mal schauen. Aber das sieht nach Dead End aus. Oh. Das ist bestimmt auch so ein Teleport. Ob die Drachenköpfe hier an den Seiten oder an der Wand, die sind ja cool. Holy shit. Die Vorrichtung scheint deaktiviert zu sein. Okay, dann bin ich schon intuitiv richtig gegangen gerade. Wollte nur mal gucken. Nur mal gucken. Was sagt die Karte hier denn überhaupt? Das ist schon komplett freigelegt auf dieser Etage. Die nächste Etage wäre das hier. Und dann kommt das. Okay. Sieht überschaubar aus. Die Musik ist für so eine düstere Insel ungewöhnlich harmonisch. Finde ich zumindest. Okay, dann nochmal rein hier. Dann würde ich erst einmal hier runter gehen. Da ist auch so ein runder Kreis auf der Karte. Ah, das wird wahrscheinlich auch deaktiviert sein, oder? Lass mal sehen. Ja, okay. Wer weiß, was das Ganze hier noch verbirgt. Dann führt nur noch der Weg nach oben. Aber solche Teleporter, da würde ich persönlich nicht reingehen, ne? Wenn ich das so sehen würde. Ja, wir haben sehr mutige Leute hier am Start. Gibt es hier eigentlich gar keine Sammel-Items oder kommen die noch? Das ist ja ein eigener Ort hier. Hm. Warte mal. Ah, Talentbäume. Einmal reinschnuppern. Mhm. Erhöht die Blockrate. Sehr schön. Ansonsten sieht ja alles tutti aus. Ich guck mal, ob ich noch was verbinden kann. Ja, erhöht die Ätherkraft. Dankeschön. Was können wir bei dir machen? Nichts. Ansonsten ist hier fast alles schon belegt. Okay. Ich wollte einmal ins Collecticon schauen. Nee, Gefängnisinsel ist kein eigener Ort hier. Oder? Doch. Hä? Andere. Ach nee, das ist andere. Gruft der Hayetia. Nee, Gefängnisinsel hat keine Items. Alles klar. So, wenn ich mir das so angucke, ist da oben auch nur ein deaktivierter Teleporter. Deswegen
gehe ich direkt hier rein. Ne, lass mich raten. Ja, deaktiviert. Teleporter deaktivieren Abwehrkräfte. We must be outside the tower. Are we here? This is it. This is the place I saw. Melia. Father! Father? Who is this? Welcome, true heir to the Monado. Huh? Who are you? Check that guy out. Is this... He's one of the giants, said to have become extinct eons ago. This is what our forefathers locked away. I am Zanza. And I have waited centuries for you. You waited for him? But I thought our forefathers imprisoned you here. I forged the Monado. It is molded from me. All who wield the sword are made known to me. You made the Monado? Yes. I made it millennia ago to oppose Mekonis. But why are you imprisoned? The Monado controls the principle upon which life is based, the source of your existence, Aether. Master the principle of life, and all things will bow to you. Your power would be infinite. As you now know, the sword gives the wielder the power of foresight. And I myself once used that sword against the Mekonis and defeated it. You're telling us you beat the Mekonis with that tiny thing? Its appearance is merely an illusion. Its form morphs to conform to the will of its master. The power comes from within. But its power was feared by some. That is why the High Entia imprisoned me here long ago. That can't be true. Our forefathers would have had better reason. You are what you are. Do you not believe your own eyes? Open your mind, new ruler of the High Entia. The Monado is the blade of the Bionis, the only force that can oppose the Mekonis. As the wielder grows, so too does his ability to control all things. Yet there is still power trapped in the sword. The Monado is in shackles. Shackles? It is suppressed. You mean... Yes, it was this constraint that gave rise to Faced Mekon. Mekon which cannot be destroyed by the Monado. Thank you.
this power coming from? That? So he's come out to play. That's cheating. Can't have that. This is gonna be good. Try and stop my new toy. Catch this, Zanza. These shackles, they must be the reason the Monado can't hurt people as well. Apropos, kleiner Gedankenanstoß. Am Anfang des Spiels haben wir gesehen und gelernt, dass Homs auch nicht durch das Monado verletzt werden können. Ne? Die Szene wurde gerade nochmal eingeblendet. Und Mekkon auch nicht. Gesichtsmekkon. Does that have something to do with the faced Mekkon? Genau. You must find that out by yourself. I will remove those shackles for you. But you must take the Monado and free me from this prison. Free me, and the Monado will cut down anything you wish. Nothing but a god can stand in your way. Don't do it, Shulk. But Melia, why? Something's not right. The forefathers must have had good reason to seal him. I need that power. I thought you of all people would understand. I do, but it's just... Hold on a minute. He only said he'd release this new power. Sounds like a good idea to me. But... Melia, please understand. I must do what I set out to. The Mekkon must pay. Young Shulk, I will not force you. I ask for nothing in return. It is your choice. I will. The Monado. Your will shall be done. Let the shackles be released. This party's over. It's him! Metal Face! Sorry we're late to the party. What do you think of our leader's gift? How did you know we'd be here? What's that? The poor insects are a little confused. We're here for the old fool. If he's dead, he can't power up the Monado. You being here's just an added bonus! A silver-faced Mekkon! Zanza? Respond, Zanza. I know you can hear me. I sense thought waves. Zanza! How many more will you sacrifice? Who are you to talk to me?
How dare you? You know nothing. I am here to talk, Zanza. Nakon! You will pay for what you've done! Please wait. I mean you no harm. Give us back Fiora! Give her back! I told you to stay out of the way, boy! Choke! Weak, weak and pathetic! Dunban! Stupid buck! Melia! Look at you! Worthless without the Monado. Isn't that right, Dunban? What or who are you? How do you know me? Let's see if this jogs your memory! He moves like... But that's impossible! Dunban! Cease immediately! They are not our target. Any final words? Die! Who dares? Stop at once, Mekon! Emperor! Are you hurt, Melia? No, Father. You're gonna pay for that, you bag of bones! Melia! Looks like he's had his wings clipped. Did you really expect to beat me? Emperor, I failed you. Heir to the Monado. Huh? Zanza, you're alive. Give me the power I need. I am now a mere shell. The power is already yours. What? The shackles have been broken. Wield the sword. It bends to your will. Think of your enemy, and the power to defeat them is yours. Ah! Zanza. Mekon, it's not over. The people of Bionis will never let you triumph. It's changing form. Be careful. We cannot withstand such power. Shulk! Was für eine krasse Szene. Holy. Ein paar Gedanken. Dunban hat Eisengesicht ja schon in Kolonie 9 gesehen, aber irgendwas scheint ihn an irgendjemanden zu erinnern. Die Begegnung in Kolonie 9 scheint es nicht zu sein. Ja. Zu Shulks Vision und dem Kaiser. Manches kann er halt doch nicht ändern, leider.
Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Genau, das Silbergesicht, das silberne Mekon, verhält sich so komplett anders als die anderen Gesichtsmekon. Seltsam. Aber gut, machen wir erstmal hier weiter. Das entfesselte Monado. Das Monado kann nun auch Gesichtsmekon Schaden zufügen. Alle Monado-Techniken können nun bis Stufe 10 aufgestuft werden. Nice. Definitiv das Menü öffnen, denn Schulk will ich definitiv drin haben. Und ich überlege, ob ich ihn als Verteidiger reinnehme. Ich glaube ja. Und Schala als Heilerin. Let's try that. So, einmal bitte, nee, nicht in die Talentbäume, Techniken. Monado-Techniken, Schmetterschlag. Angriffe durchdringen, Mekon-Panzerung. Warte, Stufe steigern würde ich gerne einmal auswählen. So. Schild finde ich auch immer ganz gut. Ja, machen wir das auch. So. Kann ich noch was anderes verbessern? Hier wohl nicht, aber hier ist einiges zu tun. Nehmen wir einmal das hier. Bei Schala den... Ne, den habe ich gar nicht ausgerüstet. Nehmen wir dann Heilsalve und Heilkonter. Okidoki. Let's do this. Direkt Stufe gestiegen, aber wegen dem Ort einmal. So. Eisengesicht, jetzt gibt's aufs Maul. So, Ryan müsste nur noch die Wut auf ihn ziehen, das wäre ganz gut. Dann könnte ich ihn auch mal von der Seite oder so angreifen. So, einmal hier von hinten. Oh, nice. Und dann einmal bitte Monado-Technik. Schmetterschlag oder ermöglicht allen mit allen Waffen zu treffen. Dann machen die anderen auch Schaden. So. Shadow Eye und einmal heilen. Na, au. Das tat ein bisschen weh. Oh, macht ja alles klar. So, bitte wieder aufwachen. Please. Dankeschön. Aufmuntern und Attacke. So. Oh. Da hat Schala mich schneller geheilt als ich selber. Ah, die Hälfte haben wir schon runter. Die Hälfte ist schon runter. Immerhin. Meine dreht sich immer, wenn ich ihn irgendwie von hinten angreifen will, ne? Schweinerei. So, die Teamzusammenstellung ist ganz gut, denke ich. Wir kommen gut voran. So, jetzt schön von hinten. Jawohl. Was? Was passiert hier? You will know the pain and suffering you caused the Emperor Amphiora! What? Look at him! The Monado was changed! Good! Now you feel it! Swing the blade to your heart's content! Wait! Is this what you truly desire, Zanza? I see now. It is as I suspected. You exist outside the pre-established harmony. Is that... a haunt? No way!
Fiora. Fiora? You're still alive. Zanza, you have not changed at all. That is clear. But still, I cannot... Do as you please. Fiora! Wait! My mission is complete. Returning to base. You were lucky this time, dumb man. But next time, I'll slice you in two. Fiora! It's me, Shulk! Fiora! We were too late. Again. I saw it. I knew it would happen. Shulk. Why? Why did this have to happen? Father. Melia, the hope of our people. You must not cry. Say that. I don't care how improper it is. Let me cry. Melia. Why does it have to be me? If all it takes is to be half Homs. Is that what you think? You are very much mistaken. But... To become the hope of the High Entia is a fate that you choose for yourself. As long as you remember this, it is certain that you will be worthy of that name. But remember this also. It is not because you are the hope of the High Entia that I love you. It is because I love you that I wish for you to become that hope. Heir to the Monado, I leave the sword in your hands. The sword that my forefathers sealed away, with it you can succeed. Your Majesty. Melia, cry for as long as you must. But when your tears... I'll try. Father, no! Melia, come with me. Shulk, I... You'll have plenty of time to think about your empire and your people's hopes. If you need me, I will be at your side. But you are an individual. You are Melia Antiqua. And you can't let them get away with this. You're right. My foremost concern is making them pay. Well played indeed, Zanza. I do what is necessary for the world. I could very easily have stood in for you.
Your sentiment is appreciated. I see a storm on the horizon. Sansa ist irgendwie noch da und oh mein Gott, was für ein Turn, bitte. Und wie ich es vorhin auch angedeutet habe, die Meccan konnten bisher nicht von Monado beschädigt werden, weil da Homs drin sind. Zumindest in diesen einen Silber-Meccan. Aber in den anderen, ne, ist ja derselbe Effekt, also wird da vermutlich auch jemand drin sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, einmal überschreiben und in der nächsten Folge steigen wir dann direkt ins nächste Kapitel ein. Kapitel 10. Uiuiui. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank natürlich auch an meine Kanalmitglieder. Und zwar Kokosnusskuchen, Nico Green, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Negoya Mikes und White Tiger. Vielen lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.